Die Handschellen ziehen sich immer fester. Ein Geräusch, das nicht an Kinderohren gelangen sollte. Eine schmerzliche Erfahrung, die jetzt ein 5-Jähriger aus Bad Schwalbach machen musste. Wir gehen davon aus, dass er beim Spielen an einer Mülltonne bzw. beim Sperrmüll vor seiner Wohnanschrift da ganz in der Nähe diese Handfesseln gefunden hat tatsächlich. Hat er sich dann wohl etwas zu intensiv mit diesen Handschellen auseinandergesetzt, sodass sie im Endeffekt dann leider an seinen Fußgelenken landeten und es ganz laut Klick machte, bevor dann die ersten Tränen flossen. Handschellen im Hausmüll skurril genug, aber Handschellen in Kinderhänden oder wie hier an Kinderbeinen können ganz einfach gefährlich sein. Also von den Handschellen selbst befreien, das mag in manchen Filmen oder Serien möglich sein, mit Draht oder Ähnlichem. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Vor allem nicht, wenn man sich nicht mit der Materie auskennt. Und da kann es schon ganz schön schwer sein, sich von den Handschellen zu befreien. Man muss auch dabei bedenken, dass die, wenn die nicht arretiert sind, dass die auch immer enger werden. Das heißt, je mehr man daran herumspielt, desto enger schließen die sich. Und dann kann das auch ganz schön schmerzhaft werden. Die Fessel am linken Fuß öffnen die Beamten aus Bad Schwalbach mit einem Draht. Das rechte Bein bleibt fixiert, da das Schloss komplett kaputt ist. Die Feuerwehr versucht zu helfen. Wir haben dann auch weiterhin probiert, erstmal es mit Draht und Ähnlichem zu probieren. Das hat dann leider auch bei den Kollegen von der Feuerwehr nicht funktioniert, sodass sie darin dann schwereres Gerät einsetzen mussten. Der blaue Vorhang schützt den Jungen vor dem Funkenflug. Denn erst mit einer Flex gelingt es der Feuerwehr, das Metall vom Fuß des 5-Jährigen zu trennen. Nach seiner Befreiung verrät der junge Mann den Beamten dann auch seinen Berufswunsch. Er möchte später einmal Polizist werden. Dadurch lässt sich natürlich auch im Nachhinein super erklären, wieso er sich denn so intensiv mit den Handfesseln da auseinandergesetzt hat. Nämlich wahrscheinlich einfach, um schon mal ein bisschen Polizei zu spielen. Das war dann in dem Fall aber leider keine gute Idee. Wer weiß, vielleicht war dieses Klicken ja nur der Anfang einer Polizeikarriere.